So, herzlich willkommen zum AOK Familientag, heute hier in der Landesgartenschau. Wir haben ganz viele verschiedene Attraktionen und Stände, unter anderem Kinderschminken, ein Kletterberg, ein Fußballspeed-Geschwindigkeitstraining. Ist vieles dabei für die Kinder, für Groß und Klein. Würde mich freuen, wenn heute viele Besucher da sind, viele Leute teilnehmen. Und ich denke, es wird ein schöner Tag bei dem angenehmen Wetter hier heute. Viel Spaß! Okay, wir haben 7 Stationen. Die stehen hier. Dann haben wir eine Beschreibung, wo die sind, von 1 bis 7. Und zwar davon gleich links ist der Müsli-Stand. Mhm. Wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Getreide in Flocken zu pressen. Das hat jetzt in Form vom Fahrrad. Man hätte auch die Möglichkeit, Kalorienwert, also wie viele Kalorien habe ich verbrannt, was habe ich für einen Puls dabei. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, nach Zeit das Ganze zu machen. Also es ist einfach auch eine Möglichkeit, da mal das in Erfahrung zu bringen. Wir machen heute gebratenes Müsli. Da kommen Saaten rein. Haben wir Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Haferflocken. Die werden angeröstet zusammen mit Agavensirup. Hat eine höhere Süßkraft als Zucker. Von dem her kann ich sparsamer damit umgehen. Und karamellisieren das ein bisschen mit Vanillezucker. Die Leute selber ihre Joghurt oder ihr Müsli schichten mit Milch, mit Joghurt, mit Obst, haben heute Melone dabei. Einfach als Idee, als Frühstücksidee oder auch als Pausensnack und kann auch die Rezepte mitnehmen, damit man es zu Hause auch nachmachen kann. Das ist einfach von uns, von der AOK, gerade für die Kinder noch am Familientag. Ist halt doch immer so ein bisschen der Magnet, dass die sich auch mal trauen, zu uns zu kommen. Rosa. Hallo, grüß Gott. Wir sind hier am Familientag auf der Landesgartenschau. Hier haben wir die Slackline, da kann man schön drüber balancieren. Und hier haben wir noch ein kleines Balancetraining. Kann man etwas schwieriger gestalten mit dem Kegel oder mit dem Ball. Ja, und ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß. Willkommen auf den AOK Familientag und wir machen hier das Tripling. Ich bin Diana Schindler und betreue den Stand und versuche immer die Kinder und die Erwachsenen anzufeuern. 70! 80 hast du, komm! Weiter! Weiter, 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 weiter! 97! Ja, hallo, hier ist, wir sind heute am Familientag von der AOK. Hier ist die Abteilung Speedkick, da können sich die Kinder erproben, wie schnell sie mit dem Fußball schießen können und haben hoffentlich einen Mordsspaß heute bei unserem Familientag. Ja. Ja, wir feiern heute unseren AOK Familientag und werden damit dem Ruf der AOK Gesundheitskasse gerecht. Aber nicht nur als AOK Gesundheitskasse, sondern eben auch als AOK Heimatkasse. Wir machen uns ja stark für die Region Bamberg, unterstützen auch die Landesgartenschau hier mit dieser Veranstaltung, sind Partner der Landesgartenschau. Und wir machen uns auch stark für Familien, deshalb auch AOK die Familienkasse. Warum?
wenn wir eine gesunde Zukunft haben wollen, dann brauchen wir auch gesunde Kinder. Und dafür machen wir uns heute auch stark. Wir begrüßen Sie recht herzlich bei der Oase der Entspannung von der AOK am Familientag. Hier in der Oase bieten wir verschiedene Entspannungseinheiten an. Ich als Entspannungspädagogin und meine Kollegin als Qigong-Lehrerin führen wir die Eltern, Kinder, aber einfach auch Erwachsene, die Lust haben auf Entspannung, einen kurzen Moment ins Reich der Ruhe und bieten verschiedene Sachen an wie Eltern-Kind-Massagen. Wir vergessen auch die Schultern nicht. Der ganze Rücken und der Regen prasselt und quatscht. Man kann auch ruhig fragen, ob der Regen ein bisschen fester klatschen soll oder weniger heiß. Na Freilich, du bist da draußen, recht mal an. Nein, ich mach dich nicht. Ja, du doch. Gut, geht das dann, ja. Wir sind heute bei der Landesgartenschau beim AOK Familientag in Bamberg. Und der Kollege und ich haben hier schon, sind sie schon den Kletterberg aufgebaut, wo die Kinder im Grunde können eigentlich alle mitmachen. Ziel ist es halt, ganz nach oben zu klettern. Der Kollege unterstützt auch dabei. Und natürlich kann man auch was Schönes dabei gewinnen. Ja, hallo, mein Name ist Manuela Stobber. Ich bin heute auf dem Familientag und stelle unsere Raktoren vor. Wir machen ein Reaktivtraining mit den sogenannten Raktoren, die eine besondere Wirkung auf die Muskulatur haben. Durch die Schwungbewegung entsteht eine gezielte Übung für die Bauchmuskulatur und Brustmuskulatur. Und das möchten wir heute an unsere Kunden und an Gäste hier der Landesgartenschau weitergeben. Wenn Sie damit Probleme haben mit der Schulter, mit dem Rücken, ist das ein tolles Training. Echt? Also wir in Zappenloch, wir haben das auch. Das ist ja gleich am Mamm echt dran. Ja. Aber zum Kletterberg ist natürlich was für die kleinen Kinder in erster Linie. Kann auch nichts passieren, weil die sind alle angeschnallt, aber ein Profi mit dabei, der aufpassen tut. Lasst uns in den Lattenschau geschaut. Das ist meine schönste Übung, da würde ich gerne mitmachen. Ich bin schon in Gefahr. Unter anderem Spielregeln.
Aber die Kinder waren ruhiger. So, wie drehen wir uns jetzt? In die Richtung. Wir haben heute selber gebackenes Müsli gemacht und die Besucher konnten sich das einschichten in Becher und die Möglichkeit bieten wir ihnen heute noch. Aber wie gesagt, war einfach sehr, sehr gefragt, auch die Begeisterung groß. Vor allem es riecht ja so gut, ja, kommt raus. Wir machen das Ganze ja momentan jeden Dienstag, Schule im Grüning, mit Schulklassen, die sich angemeldet haben. Und da haben wir im Endeffekt auch immer das gebackene Müsli gemacht, eine halbe Stunde und dann nochmal eine halbe Stunde Bewegung und Entspannung. Ja, auf der Hand. Hier? Ja. Oh ja, schön. Ja, herzlich willkommen zum AOK Familientag unter dem Motto Spaß und Spiel für die ganze Familie. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank insbesondere an die Ehrengäste, die durch ihre Anwesenheit auch unterstreichen, wie wichtig solche Veranstaltungen der AOK für die Familien sind. Allen voran unsere Schirmherrin für den heutigen Familientag, unsere Staatssekretärin für Umwelt und Gesundheit, Frau Merli Hubbel. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Weber, lieber Kollege Heiner Rudruff, liebe weiteren Ehrengäste, ich bin außerordentlich gerne heute hier gekommen, nicht nur, weil ich gerne auf der Landesgartenschau bin, sondern weil ich diesen Familientag der AOK, und der wird ja jährlich durchgeführt, immer an ganz speziellen, schönen Orten, aber dass der heute auf der Landesgartenschau stattfindet, finde ich ganz großartig und ich bin deswegen gerne gekommen. Der Landfluss kann noch einmal gebraucht. Ja, der AOK Familientag geht langsam zu Ende. Ich denke, es war ein voller Erfolg. Wir haben nicht mit so vielen Zuschauern und Besuchern gerechnet. Die Erlebnisstationen waren alle fast überfüllt, kann man sagen. Und allen hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und es ist natürlich gut, auf spielerische Art und Weise das Thema gesunde Ernährung und Bewegung den Familien näher zu bringen. Und wenn es dann so ist, dass die Kinder irgendwann mal sagen, Mensch, Mama, Papa, wir wollen ein gesundes Müsli haben oder wir wollen uns bewegen, wir wollen draußen Sport machen, dann hat der Familientag auch was für die Gesundheit der Familien gebracht.